Im Jahr 2021 sorgte Michael Caine für Aufsehen, als er erklärte, seine Rolle in der Komödie Bestsellers von Regisseurin Lina Roessler könnte die letzte seiner Karriere sein. 2 Jahre später scheint Caine nun mehr oder weniger im Ruhestand zu sein. Ich bin jetzt verdammte 90 Jahre alt und kann nicht mehr richtig laufen und all das, sagte er. Ich bin jetzt sozusagen im Ruhestand. Wenn Caine tatsächlich im Ruhestand ist, dann wird sein letzter Film der kommende The Great Escaper mit Glenda Jackson in der Co-Darstellung sein. Eine Rolle in seinem Alter anzunehmen, erwies sich für Caine als anstrengend. Auf die Frage, wie es ist, 90 Jahre alt zu sein, sagte Caine: Wenigstens bin ich verdammt nochmal 90 Jahre alt geworden. Ich bin nicht mit 9 oder 19 oder 29 gestorben. Ich bin 90 und ich hatte das bestmögliche Leben, das ich mir hätte vorstellen können. Die bestmögliche Frau und die bestmögliche Familie. Vielleicht ist es keine Familie, die andere Leute als die bestmögliche Familie bezeichnen würden, aber für mich ist es die bestmögliche Familie.